jetzt den Bus genommen und bin ziemlich am Rand der Stadt Moskau und suche jetzt gerade den Highway, also die Autobahn oder sowas, um Richtung Osten zu kommen. Und als ich los bin, war es noch nicht so kalt, aber jetzt ist es voll kalt. Tankstelle war auf der falschen Seite. Also ich bin jetzt gerade auf der Autobahn. Keine Ahnung, wo die nächste Tankstelle ist. Ich versuche es jetzt erstmal hier. Hier sieht man meine Fußspuren. Da kehren sie um. Da dachte ich, dass hier jemand für mich angehalten hätte. Hat aber nur aus irgendeinem anderen Grund angehalten. Ich habe jetzt dieses Hitch-Wiki benutzt. Weil die Couchsurferin, bei der ich übernachtet habe, hat mir das empfohlen. Und dann wollte ich nicht so sagen, nee, ich möchte es lieber alleine rausfinden, wie ich das eigentlich machen würde. Und ja, das ist, also, wenn ihr mal irgendwie überlegt, ob ihr das machen könnt und euch nicht ganz so sicher seid oder so, also per Anhalter fahren, das ist so krass einfach damit. So, ich wusste genau, welche Busstation ich raus muss. Jetzt habe ich hier nachgeguckt, da stand auch jetzt, dass hier in 300 Metern eine Tankstelle kommt. Ich muss ganz schnell überlegen. 20 Minuten später. Mein Gott, best case scenario. Ich glaube, ich habe einen Reisebus gefunden, der mich mitnimmt. Ich dachte so, ja, das wird eh nichts, aber naja. Haben gewissermaßen ja gesagt. Mal gucken, ob sie wirklich meinen oder ob das überhaupt der Fahrer war. Da ist er. The last stop. Okay. So they are gonna go out too. Hey, thank you so much. We go. Okay. In my home. Okay, sure. Oh wow, it's 4:00. I really appreciate that. It's so heavy. I'm gonna write you on Facebook. Ciao. It was great Facebook, to meet you. Facebook. Yes. Yeah, no, не туда, no. Okay. Are you going to Kazan? Туда. Yeah, but like, I'm looking for a ride. Осторожно. Oh. Максим, мне нужно в Екатеринбург. Автостопом, возьмите по пути. I should come in, okay. Thank you. Try. Okay. Oh, thank you. Thank you. Спасибо. А что там в Екатеринбурге? Екатеринбург. А там что? Just see it. Чисто смотреть. But like this view, really nice. А потом обратно куда? What? Hello. Do you speak English? Yes. Кофе с молоком?
You mean I mean like no. Екатеринбург на Новый год? Екатеринбург. Новый год. I want to go, yeah. Huh? Is he going? Набирайте. Ай, не то. Да. Don't know why there's no sun up in the sky. Stormy weather. Das ist mit Abstand die entspannteste Art, wie ich hier gereist bin. Ich liege hier in so einem Bett, was übertrieben gemütlich ist. Und wenn ich rausgucke, sehe ich normalerweise die ganze Zeit verschneiten Wald. Ganz im Ernst, das ist eine Menschentoilette und die legen einen Haufen daneben. Oh, das ist ekelhaft. Wie kann das passieren? Bei einer Menschentoilette. Do you want to give me the towel so I can... Ah, ладно, я потом протру. Okay. Что, Андрюх, ты поедешь? Да, я поеду, я вас подожду там на Лукойле. Okay, thank you. Oh my God. Das Uralgebirge reicht vom Norden bis in den Süden von Russland. Es ist 2000 Kilometer lang. Im Vergleich dazu die Alpen sind nur 1200 Kilometer lang. Der höchste Berg ist der Narodnaya mit 1895 Metern. Der Mont Blanc hingegen ist 4810 Meter. Und das Ural ist reich an verschiedenen Erzen. Yeah, I drank some of this water. I hope that's fine. I drank some of the water. I hope that's fine. Und irgendwie so, ich fühle mich hier irgendwie immer voll bei wie beim Polarexpress. Ist eigentlich voll geil. Die ganze Zeit Schnee, dunkel, so ein bisschen mit Lichtern. Ah, okay. Okay, vielen, vielen Dank, dass Sie mich so weit mitgenommen haben. Danke für den Stein und danke für alles. Wofür ist das?